Hallöchen, meine lieben Zoo-Freunde. Willkommen zum neuen Planet Zoo DLC Afrika Pack. Ganz, ganz frisch ist es gestern auf den Markt gekommen und ja, ich habe es mir natürlich sofort gekauft. Und ja, hier sehen wir schon die ersten neuen Bauelemente und Deko-Elemente. Ich habe die Erdmännchen als erstes genommen. Die sind für viele, glaube ich, ein Highlight, dass es jetzt mit rausgekommen ist. So sieht das Gehege von außen aus. Die Besucher können auch reingehen. Und ja, ich würde sagen, wir warten nicht lange und fangen tatsächlich an, direkt mit dem Speedbuild-Modus zu starten. Kurz genießen wir aber noch die ganz kleine Aussicht hier, die wir hier haben. Es sind mega viele Bauteile dazu gekommen. Ich glaube 180 Stück an der Zahl. Und ja, jetzt geht es dann aber auch los. Ich habe einfach den einen Zaun genommen, diesen mit dem Glas, den fand ich immer noch am schönsten. Ich habe mich tatsächlich dafür gegen entschieden, so diese unsichtbare Barriere zu nehmen und ziehe jetzt erstmal auch nur grob den Zaun und setze eine Tür rein und will natürlich sofort die Erdmännchen auch sehen. Und ja, die sind jetzt schon auf dem Weg und jetzt sehen wir gleich die Live-Reaktion aus dem Stream. Link von Twitch ist in der Infobox, falls ihr mich da besuchen möchtet. Und wir schauen uns jetzt die Erdmännchen an. Bis gleich. Das reicht. So. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ich bin so aufgeregt. Los, lass raus. Oh Gott. Es ist so mini. Es ist so mini. Mini, mini. Ach Gott, ist das süß. Guckt euch es an. Wie süß das bitte ist. Die Babys werden Ameisegröße. Ja, ich sag's dir. Oh nein. Aber Erdmännchen sind ja auch nur so klein. Naja, größer irgendwie. Das hat Yuki gedacht. Dass sie irgendwie größer sind. Jo, das passt aber alles. Ja. Okay. Scheiße. Och nein, guckt sie euch an. Sind sie nicht süß? Kannst du das bitte noch mal machen? Bitte jetzt? Und weg ist er. Weg ist er. Da ist er wieder. Guckt euch das mal an, bitte. Da. Ich komme leider nicht näher dran. Oh Gott, ist das süß. Nein, habe ich nicht. Nee, das glitscht auch nicht. Echt putzig. Ich feiere das. Ich feiere das gerade sowas von richtig. Nachdem ich jetzt erstmal den Schock wieder verdaut habe, wie süß und putzig sie sind, kümmere ich mich erstmal um die, ja,
um das Eintreten ins Gehege für die Gäste. Das können die tatsächlich auch. Und da habe ich dann den ersten kleinen Hügel gesetzt, weil ich hatte so die Hoffnung, dass die da öfters dann mal drauf sitzen und dass die Leute sich das dann mal anschauen können, wie die Tiere dann aussehen. Ja, tun sie bis jetzt leider sehr wenig. Das sind sehr aktive Tiere, die kleinen Erdmännchen, die sind immer nur am Rumwuseln. Und ja, da bin ich jetzt dann so einen erhöhten Hügel so klein am Bauen, denn ich wollte, ehrlich gesagt, hatte ich mir so gedacht, so machst du ganz viele kleine Bauten so. Das hat aber nicht funktioniert, denn wie ihr seht ja schon, ich bin wieder so ein bisschen am Kämpfen. Nachdem ich das einigermaßen hinbekommen hatte, war ich danach fertig, hatte die Nase voll und habe gedacht so, das machst du jetzt nicht mehr. Und habe dann nochmal separaten zweiten mit dahingesetzt, den ich noch so ein bisschen mit Steine ausgekleidet habe. Hier nochmal das gleiche Spiel. Habe dann nochmal so, ja, so eine Vertiefung in den Boden mitgemacht, das einfach mit geraden Felsen oder Steinen ausgeschmückt. Und habe festgestellt, dass die Erdmännchen doch sehr oft da drauf sitzen, auf diesen Felsen. Was mich an der Stelle auch freut, dass sie dann wenigstens ein bisschen auch was nutzen, was man ihnen anbietet. Nochmal ein bisschen alles geglättet und ja, der ganze Wahnsinn geht weiter mit, ich glaube, Pflanzensätzen. Da musste ich jetzt nochmal genau einmal abchecken, was die alles an Pflanzen wollen. Und das sind alles neue Pflanzen von dem Spiel, was ihr jetzt mit seht, was reingekommen ist. Als kleiner Hinweis für manche, die sich fragen, warum das Gehege Timon und Pumba heißt. Wir hatten eigentlich ursprünglich vor, das Gehege noch ein Warzenschweinpärchen mit reinzusetzen. Aber das funktioniert leider nicht in der Kombination. Deswegen haben wir es gelassen. Ja, nachdem ich die Pflanzen gesetzt habe und noch festgestellt habe, dass die wieder auch Versorgung brauchen, die lieben Tiere, erstmal Wasser mit reingesetzt, Futter mit reingesetzt, Schlafmöglichkeiten mit reingesetzt. Da habe ich aber vorhin auch nochmal gesehen, ich muss nochmal ein bisschen alles glätten, dass es nicht so komisch alles schwebt. Ja, da haben wir dann auch noch neues Spielzeug, was wir jetzt sehen. Da war ich ein bisschen enttäuscht, dass wir das nicht in alle möglichen Richtungen schwenken, biegen, legen können. Und ja, ist aber nur ein kleiner Manko. Und ja, wie gesagt, also das ist halt wirklich so mit Neuerung. Bewusst habe ich auch ein paar höhere Felsen mit reingesetzt, dass die einfach auch mal, weil sie sind ja wirklich sehr, sehr klein, die Tiere, wie wir gerade gesehen haben, dass die halt auch mal durch, wenn sie auf die Steine sitzen, dass man sie auch ein bisschen besser sieht. Und ich habe mich mega drüber gefreut, dass das mehr so, es ist zwar ein Afrika-Pack, aber mehr so arabische Gegend-Ecke, sage ich jetzt mal, ist das alles so gehalten. Und ich finde es einfach mega, mega cool, dass wir jetzt so die Möglichkeit haben, so auch zu bauen. Also auch, dass Tiere jetzt mal Wüstengebiet wollen und nicht nur eins. Wupp, wupp. Ja, dann haben wir jetzt nochmal kurz einen Ausschnitt aus dem Livestream. Und wir sehen es dann gleich nochmal ganz kurz wieder im Abschiedsmodus. Bis gleich. Das ist so süß. Das ist so süß. Oh nein! Die Leute treten den hier kaputt. Das ist aber nicht das Schlauste, was du da gerade tust. Du Kleines. Die Leute machen dich platt. Ja, da brauchst du gar nicht so trippeln. Das ist keine gute Idee, was du da machst. So einfach auf dem Weg rummarschieren. Wo latscht er? Ach, da. Ich wollte gerade sagen, wo läufst denn du jetzt hin? Ja, sehr schön. Da kannst du dich hinsetzen. Nee, will irgendwie nicht. Wo willst du jetzt so schnell hin? Hallo? Ah, glitscht aber ganz schön durch die Dings durch, ne? Durch die Pflanzen und alles.
Oh. Jetzt sitzt da. Sieht so müde aus. Auf einmal. Nachdem ich jetzt nochmal, Angst hatte um die Tierchen, dass sie zerdrückt werden, das aber nicht der Fall ist, haben wir uns wieder beruhigt und ja, lege jetzt so die letzten Deko-Elemente fest. Hier sehen wir jetzt nochmal Hieroglyphen von den Erdmännchen. Ich wollte einfach so ein bisschen auch, dass man das sieht, dass da Erdmännchen mit drin sind. Wenn es schon da ist, auch gleich mit neu verbauen. Jetzt haben wir hier nochmal die großen Figuren von den Erdmännchen, die ich ein bisschen gruselig, aber auch gleichzeitig süß finde. Zum guter Schluss wird da jetzt noch die Farbe geändert, ein bisschen an dem Gehege noch dekoriert und lass mir doch in den Kommentaren gerne da, ob du dir auch das Pack gestern schon geholt hast, was deine Favorittiere sind. Ich danke dir fürs Zuschauen. Hier unten seht ihr noch zwei Videos von mir. Liken, kommentieren nicht vergessen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einem nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.